Licht anmachen. Wäre nicht schlecht. Schönen guten Abend. Norbert und ich sitzen hier wieder in der Werkstatt. Bastelraum. Wir wollen heute Abend weitermachen. Das Ziel ist die Mittelverbindung des Flügels sowie Einkleben vom Ruderbrett oder Rudermaschinenbrett und hier noch ein Drahtschutz nachher für die Anlenkung vom Höhenruder. Dafür habe ich schon Sachen so ein bisschen vorbereitet. Ich habe hier schon mal ein Servobrett vorbereitet. Ich glaube, das braucht man keinem zeigen, wie man ein Servo einbaut. Das kriegt jeder selber hin. Wir haben hier heute wieder paar Materialien. Ihr seht, ich habe ein bisschen mehr heute hier stehen. Das liegt aber nur, weil das Volumen größer ist, nicht weil. Was haben wir hier? Wir brauchen Stahllineal, in diesem Fall heute mal ein Rollenmesser, ein Pinsel. Wir brauchen hier ein bisschen Tesafilm, Schleifpapier, Schleifleinen, Bleistift. Kennt ihr schon, ne? Vom großen MC. Eine Schere, ein bisschen Klebeband, Mischbecher, ein bisschen Folie. Wir brauchen ein bisschen Glasgewebe. Wir brauchen ein bisschen Kohle. Zwei Schaumgummistreifen. Ja, dann habe ich hier nochmal Mischbecher, Harz für den PowerPoint kann man entweder Mikroballon nehmen oder dieses hier Mikrozellulose-Mehl, das ist ähnlich wie Baumwollflocken, geht auch. Wer nur Tixo hat, also dann kann man das auch nur nehmen. So, was wollen wir noch? Eine Waage? Man kann sich natürlich noch etwas in mehr Ruhe, etwas mehr Mühe geben. Aber ich will ja auch nur zeigen, wie es geht. So, schleifen wir mal eben den Bereich an, den wir nachher zum Verbinden der Fläche benutzen wollen. So, ich will jetzt also quasi ich habe jetzt hier unten angeschliffen. Ich klebe jetzt den Flügel mit hier unten einfach mal stramm mit Tape zusammen. Das ist eben auch mal provisorisch. Gucken, dass die Endleiste stimmt. Also, die Flügel sind schon vorgeschliffen, das heißt, das V ist in der Regel da schon dran. So, jetzt brauchen wir noch irgendwas zum Unterlegen. Reicht hier so eine Rolle. So, jetzt brauchen wir ein bisschen mehr Harz. Den Überschuss, den streichen wir nachher ab. Hallo? Kommt nichts? Doch, da kommt es. Also was auch immer schön sind, hier irgendwie so alte Pommesschalen sind auch cool. So wie dies hier. Das ist blau gewesen. Doch nicht. Ach, Scheiße, was ist denn das heute für ein Tag?
So, da kann man ruhig alles mit Übermaß einschmieren. Was nachher überweg ist, kann man wegschleifen. So lange hochdrücken, so. Zieh, das ist der Herzzieher hier. So, was ich jetzt noch mal mache, ich habe mir mal so aus Plastiktüten, hier sind allerdings Stahlkugeln drin, man kann auch Sand reinmachen, sich einfach so Säcke machen, als Gewicht, damit das unten bleibt. Jetzt kann man das dann mal so drauflegen. So. Also diese Säcke kann man, das sind einfach Plastiktüten gefüllt mit, in diesem Fall sind hier Stahlkugeln drin, oder man kann auch einfach Sand reinmachen oder irgend sowas und hat schöne, in alle Richtungen formbare Gewichte. Ja. Außer ein bisschen Klebeband kostet nichts. So, wir warten hier mal 8-9 Minuten und dann sind wir wieder da. Naja, wir brauchen unsere Fläche noch, die wir letztes Mal ja schon zusammengeklebt haben hier. Ja, die schleifen wir gleich jetzt als erstes mal eben an. Dann werden wir hier die Löcher für die PowerPoints machen. So, ich nehme jetzt hier mal das Mikrozellulose-Mehl. Also das Mikrozellulose-Mehl hat den Vorteil, dass es wie so, also ich sag mal, das ist ein bisschen fasigerer, oder wie sagt man das? Fasiger? Also mehr Fasern sind da drin. Und die Fasern haben den Vorteil, dass sie, wenn ich da auch Kleber von mache, besser ineinander greifen. Machen wir das einfach voll hier. Ein bisschen nachtupfen, falls da Luft drin ist. Das ist alleine ein bisschen weniger. Ich fülle ein klein bisschen mehr immer ein, weil das manchmal sich doch ein bisschen schwindet, also sprich, das wird so, den Rest brauchen wir nachher noch. So, dann haben wir unseren Pinsel. Also man sollte nur darauf achten, dass da irgendwie keine Blasen unter sind. Aber das kann man eigentlich bei diesem Gewebe relativ gut sehen.
durch das Taser wird es hier nachher so einen kleinen Absatz geben. Aber ich denke, also ich persönlich kann damit leben und kann das ein bisschen einschleifen nachher noch. Oder macht es ohne Taser und drückt das Harz raus, dann habe ich aber meistens so eine, auch nicht so eine schöne glatte Kante. Also die Kohle bringen wir nachher zum Schluss drauf. Und jetzt gleich nochmal die Rückseite. So, einmal umgedreht. Hier sieht man schon den Vorteil von dem Gewebe, weil man kriegt das relativ glatt aufgebracht. Ich finde das immer so lustig, wenn die Leute schreiben dann immer, ich habe dann Matte da drauf gebracht. Das ist keine Matte, sondern das ist ein Gewebe. Matte sind Wirrfasern. Da kann man vielleicht mal einen Kotflügel vom Auto mit reparieren. Oder ein altes, großes Schiff. Da sind solche Fasern drin. Und das in anderen Dicken als das, was wir das hier verwenden. Den dann nachher noch drauf. So, ich habe das ein bisschen abgestuft. Ihr seht jetzt, der erste war schmäler. Das heißt, wenn ich das abstufe, dann sind die der erste etwas schmäler, der nächste ein bisschen breiter, der nächste noch. Das heißt, ich habe an der Außenkante ist es nicht ganz so dick. Der Vorteil beim Glas ist, muss ich dazu sagen, noch eins, man kann auch sehen, wo man noch Blasen hat. Das ist beim Kohlegewebe nachher nicht mehr der Fall. Da sieht man nämlich nichts, außer schwarze Kohle. Ich hoffe, dass man das alles ordentlich aufgebracht hat. So, jetzt wollen wir nochmal eben die Schere. Wir schnibbeln das ab. So, das ist die eine Möglichkeit. Also wem das ausreicht ist, man hat nachher zwar die Gewebestruktur zu sehen, aber so, jetzt muss ich doch nochmal eben, ah, ich nehme mal die Schaumgummis links und rechts, dass ich das nicht auf den Tisch lege. So, nun hatte ich gesagt, wir können das auch mit Folie machen hier. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Die Folie zu kurz abgeschnitten oder was ist das hier? Nö, eigentlich nicht. Alles gut. So. Ich habe hier die Folie, das ist immer so der Rest vom Spritttau. Ihr seht, dass ich hier mit dem Harzmengen ein bisschen, also nicht jetzt irgendwie das irgendwie genau abwiege oder sowas, also sprich, was ich da drauf bringe.
weil ein bisschen mehr kann nie schaden. Ja, mache ich hier auch nochmal eben was drauf. Das bringt auch nicht das Gewicht, also so viel nimmt dieses Gewebe auch nicht auf. Was man jetzt machen kann, ganz klein bisschen überstehen lassen. Das ist auch, also jeder macht das anders, also wie, ich kann es ja nur zeigen, wie ich es mache, ne? Also das muss man dazu sagen, also da gibt es, da muss ich sagen, da gibt es da richtige Künstler, die das machen. So, jetzt habe ich ein Problem, ich sehe das schon, mein Gewebe ist zu breit geworden, da muss ich da noch ein bisschen was abschneiden. Doch, das. So sollte es eigentlich nicht sein. Aber ist egal. Jetzt habe ich das so gemacht. Dieser Streifen ist hier vorne schmäler. Das ist nicht so gut. So, das mal abschneiden. Das Besäumen kann man nachher machen, wenn man fertig ist. So, was man machen sollte, hier diese ganz kleinen Bläschen versuchen rauszureiben. So, und nachher werden wir das hier mit dem Schaumgummi noch gleich beschweren. Ich lege das jetzt hier auf Schaumplatten, weil ich ja von unten auch schon das Laminat dran habe. Man kann das anders machen, wenn ich jetzt unten und oben eine Folie nehme, ich zwei Schaumgummis, aber hier mache ich das so. Legen das hier so drauf. Dann, ich hoffe, dass das ausreichend ist und dann packen wir hier nochmal eben ein bisschen Gewicht drauf. So, man kann natürlich auch andere Dinge nehmen, hier alte Batterien oder sonst was. So, dann werden wir nächstes Mal gucken. Dann habe ich das zwar noch, aber die Folie machen wir dann ab beim nächsten Mal ab. So, das war der heutige Abend.